Okay, so. Willkommen zu meinem Stream. Heute mal ein anderes Format. Ich spiele sonst nur Skyrim auf Twitch und heute dachte ich mir, spiele ich mal Retro. Und ich finde, Resident Evil ist definitiv Retro. Vor allem diese Version. Und ich bin schon gespannt, wie das sich spielen lässt. Ich habe selber noch nicht gespielt, vor allem nicht das alte. Ich spiele für YouTube Resident Evil Zero, aber das ist halt remastered, das ist schon ein bisschen hübscher. Aber ja, ich fange einfach mal an. Ich würde sagen Standard. Ja, hi schon mal. Und Tetris, ja. Tetris ist auch Retro, aber ich habe jetzt nicht vor, Tetris im Stream zu spielen. Kann ich natürlich auch mal machen. Muss ich nur meine Switch anschließen, da habe ich das drauf. jo. Dann geht's los. Jill Valentine oder Chris Redfield? Ich möchte Chris Redfield sein. Ich habe nicht angekündigt heute, was ich mache. Nur, dass es ein Retro-Spiel sein wird, aber mal gucken, ob das gut läuft. Wenn es nicht gut läuft, dann spiele ich ein anderes Spiel. Ja. Okay, los geht's. Alpha Team is flying around the forest zone, situated in Northwest Raccoon City, where we're searching for the helicopter of our compatriots, Bravo Team, who disappeared during the middle Chris, of our mission. You haven't found it? No, I haven't found it yet. Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently eaten. Bravo Team went to the hideout of the group and disappeared. Look, Chris! It was Bravo Team's helicopter. Nobody was in it. But strangely, most of the equipment was still there. However, we soon discovered why. So dramatisch. Gott. There are only three STARS members left now. Captain Wesker, Jill, and myself. We don't know where Barry is. Chris Redfield. Das ist witzig. Jill Valentine. Barry Burton.
Rebecca Chambers. Albert Wesker. Resident Evil. Oh Mann. Okay. Doch. Ja, das stimmt. Nicht. I don't know what happened. Barry, where's Barry? Well, I'm sorry, but he's probably. No. What is that? I'll go and check. Okay, Jill and I will stay in the hall in case of an emergency. Chris? Er läuft. Take care. Okay, hier sind wir. Ich guck mal kurz in den Chat. Erstmal hi. Und ja, der erste Teil. Ich habe gerade schon zu Beginn gesagt, dass es sehr, sehr alt ist. Ich glaube, das Spiel ist von 96. Ja. Da gab es nicht nur noch Disketten und VHS, da gab es auch noch, keine Ahnung, viele andere lustige Dinge, die es heute nicht mehr gibt. Jetzt nur noch auf Dinos zur Schule geritten. Okay, ich fange mal an. Das ist jetzt interessant. Ich bin vorwärts gelaufen und er ist rückwärts gegangen. Und irgendwie... Wow, was ist diese Steuerung? Okay, es geht alles mit einem Stick. Ich spiele mit Controller. Das ist weird. Ich muss nach vorne drücken, wenn ich mich bewege. Gibt es hier irgendwie Optionen? Nee, das ist nur das Interface. Start. Karte, Datei, Datei. Nee. Kann ich das abbrechen? Okay. Karte, schön. Und Exit. Hi auch an alle weiteren, die noch dazugekommen sind. Ich versuche gerade die Steuerung rauszukriegen. Das ist so clunky. Das ist so eine Panzersteuerung. Kann man schnell laufen? Oh, Viereck. Viereck ist schnell laufen. Okay. Alter Schwede. Okay, ich habe was gefunden. Möchten Sie dies nehmen? Emblem. Ja. Great. Schön, dass ich hier zu Erinnerungen aufrufen kann, aber ich bin gerade so überfordert mit der Steuerung. Alter Schwede. Was geht? Ich wollte eigentlich rennen. Ja, ich muss mich immer erst in die Richtung drehen. Das ist... Ich habe Zero gespielt und das ist kein Vergleich gerade. Das Spiel ist ja auch ein bisschen neuer. Wow. Okay. War das nicht für PlayStation 1? Was haben die sich dabei gedacht? Okay. Sie ist von innen verriegelt. Ich versuche mich nicht zu sehr über die Steuerung aufzuregen. Vielleicht... Habe ich sie ja gleich raus. In der Zwischenzeit laufe ich besoffen durch die Gegend. Sie ist fest verschlossen. Ein Schwert ist eingraviert. Okay, gut zu wissen. Sie ist von innen verriegelt. Schlecht, ich komme hier nirgendwo rein. Geht's in die andere Richtung weiter? Tatsache. Ah.
Ja, das war damals echt voll gut. Ich weiß auch noch als. Oh, Moment, eine Katze. Oh boy. Oh boy. Was passiert hier? Wie kann ich denn meine Waffe ziehen? Muss ich die erstmal ausrüsten? Habe ich überhaupt nur. Ich habe ein Kampfmesser. Okay, das ist schon mal gut. Nicht prüfe, ich wollte es equippen. Okay, wir können uns auch gerne erstmal angucken. Das dürfte für diese Mission nicht ausreichen. No way. Okay, ich wollte gerade auf irgendwas antworten. Ja, damals war das voll gut. Da war auch Crash Bandicoot irgendwie das Geilste an Grafik, was man rausholen konnte. Also von daher Heilungsspray. Aber vielleicht nehme ich einfach das D-Pad zum Bewegen. Okay, ist auch nicht viel besser. Anyway, wie kann ich angreifen? So, okay. Lauf mal vorwärts. Okay, komm her, Mr. Zombie-Man. Zwei Schnitte und er ist tot. Gut, dann haben wir das ja schon mal geregelt. Oh nein, er steht wieder auf. Schnell, dreh dich um, Chris. Dreh dich um. Nochmal. Nein! Please don't kill me. Ich habe gerade erst angefangen. Oh, komm schon. Okay. Ich bin einfach zu langsam. Oh, der weiße Bildschirm. Alter Schwede. Ja, der will nur eine Umarmung. Ja, ich glaub's auch bald. Fangen wir noch mal vor. Das Intro lasse ich jetzt aber nicht noch mal laufen. Standard. Resident Evil. Tomb Raider. Ja, Tomb Raider war auch ziemlich geil. Das war. Alter, was geht mit dem Licht, wie ich einfach überbeleuchtet werde? Tomb Raider könnte ich auch mal machen. Ich habe überlegt, mir diese Remaster Collection zu holen und dann vielleicht den Classic zu spielen. Ich glaube, das ist ganz witzig. Ja, sie konnten ins Herrenhaus entkommen. Ja. Wo sie sich sicher glaubten. I don't know what happened. Vielleicht hätte ich doch Jill Barry, nehmen sollen. Where's Barry? Well, I'm sorry, but he's probably. No. Wieso habe ich eigentlich keine Pistole? What is that? I'll go and check. Okay, Jill and I will stay in the hall in case of an emergency. Ja, ich bin der Emergency, Leute. Ich bin der Emergency. Chris? Take care. Sure thing. Es gibt ein Spiel, wo man ein Zombie ist und Menschen ist. Das ist richtig geil. Das wusste ich auch noch nicht. Cool. So, klatschen wir nochmal. Oh mein Gott. Also, es ist ein bisschen einfacher mit D-Pad tatsächlich. Analog-Sticks gab es ja auch damals noch nicht. Aber es ist immer noch nicht perfekt. Ja, ich möchte das wirklich mitnehmen. So, hier war noch eine Uhr, kann man sich angucken. Kann ich bestimmt auch vorstellen. Eine verstaubt aussehende Uhr aus Großvaters Zeiten. Manche denken, das ist modern.
spielt halt auch schon als Vintage, ne? Ich merke schon, ihr habt wahrscheinlich echt Spaß damit, dass ich hier einfach besoffen durch die Gegend laufe und irgendwie keine Zombies gekillt kriege. Oh Gott. Ja, ich, wenn ich es mir hole, kann ich es auch spielen. Oder du holst dir einen PC, wie wär's damit? So, erstmal ausrüsten. Gut. Stance. Schlagen. Gut, das ist alles, was ich kann. Dann gehen wir nochmal um die Ecke. Hey, Mr. Zombie Man. Ach, für manche Spiele reicht doch ein Laptop. Ach komm, ey. Ich glaube, ich gehe ein Stück zurück, bevor er mich angreift. Ey. Ich mach das gleich aus. Was ist denn das Aiming? Ich bin schon wieder tot. Leute. Was ist das? Ich bin 18 Minuten live und schon zweimal gestorben. Oh, oh, was ist jetzt passiert? Vielleicht soll ich mal ins Training gehen. Aber ich will eigentlich spielen. Ja, ich brauche definitiv einen Death-Counter. Ach, jetzt habe ich wieder Chris genommen. Ich habe doch gesagt, ich will Jill nehmen. Egal. Wir versuchen es nochmal mit Chris. Vielleicht liegt es ja an Chris. Ich meine, Jill hat in der Szene zumindest eine Waffe dabei. Also eine Pistole. Aber Death Counter ist ja fast wie bei einem Souls-Game. Wieso kann ich das nicht skippen? Ich bin verwöhnt von neuen Spielen. Alte Spiele sind mir zu langsam. Naja, eigentlich nicht. Kann man blocken? Ich habe gerade alle Tasten ausprobiert und das ging nicht. Tatsächlich ist das bei Zero aber auch so, dass man nicht blocken kann. Well, I'm sorry, but he's probably. Da muss man zählen. Kannst du nicht zählen? What is that? I'll go and check. Okay, Jill and I will stay in the hall in case of an emergency. Vielleicht sind Survival Horror auch einfach nichts für mich, weiß ich Chris? Nicht. Wobei das ja echt nicht horrormäßig aussieht von der Umgebung. Take es care. Ist so hart beleuchtet. Man sieht alles. Wenn man sich da so ein neues Resident Evil anguckt, das ist schon ganz anders. Ich gucke jetzt nochmal, ob man doch blocken kann, aber nicht, dass ich was gesehen hätte. Ah, ich habe ja eine Rewind-Funktion, ist mir gerade eingefallen. Moment. Ich könnte auch, wenn ich sterbe, einfach zurückspulen. Vielleicht mache ich das einfach beim nächsten Mal. Oder ich speichere einfach hier. Manche sagen, Rewind-Funktion ist Cheaten. Also auch, wenn man auf Emulator spielt. Ich sage dazu, eigentlich ist es sehr nützlich. Gerade bei so alten Spielen, wenn man da eben nicht klarkommt. Aber da kann jeder sich seine eigene Meinung bilden. Kann man die eigentlich auch angucken? Ist nicht so hervorgehoben. Oh doch. Da ist nichts drin. Gut, dass wir das geklärt haben. Ja, ich möchte das Emblem immer noch mitnehmen. Okay. Okay, ich gehe jetzt erstmal hier rein. Wow. Okay. Also das ist die Stance. Ich kann angreifen. Ich habe keine Buttons zum Blocken tatsächlich. Ich kann mich nur bewegen nach links und rechts, aber nicht nach vorne und hinten. Und ich finde, ich habe echt coole, eckige Schuhe. Okay. Wir versuchen es einfach noch. Ansonsten spule ich zurück.
bis dieser Zombie tot ist. Ich wollte ihn angreifen und habe erstmal die Leiche angeguckt. Na gut. Das ist Kenneth vom Bravo-Team der Stars. Er ist kaum noch zu erkennen. Ja, er hat auch irgendwie keinen Kopf. Okay. Ja, geht direkt gut los. Alter. Die Steuerung macht's mir echt schwer. Okay, wie angekündigt, ich spule zurück. Am besten nochmal hier hin. Ey, ich... Ja! Ich hab angreifen gedrückt. Vielleicht laufen wir einfach erstmal da weg. Okay, come with me, bro. Hat jemand Tipps? Ah, fuck. Okay, nochmal. Okay. Einfach früher draufhauen. Aber der ist gerade schon mal nochmal aufgestanden. Ja, ich habe nichts anderes erwartet. Okay. Oh nein! Das war so close. Ich spule nochmal hier hin. Und wenn ich heute Abend nur einen Zombie töte, dann ist das ein Erfolg. Das war doch eine gute Technik. Okay, ist noch vertretbar? Ist nicht mehr vertretbar. Verdammt. Okay, gehen wir hier hin. Das Spiel kostet echt ein bisschen Nerven. Ah! Komm schon! Ich fall gleich in meinen Bildschirm rein. Bleibst du jetzt tot, oder? Natürlich nicht. Ich weiß, dass ich gleich tot bin, deswegen spule ich direkt zurück. Leute, wie habt ihr das früher gespielt? Ich bin überfordert. Moment. Ob der eine Waffe... Das ist eine gute Idee. Ich glaube, ich guck mal eben, sofern ich mich vorwärts bewegen kann. Der hat keinen Kopf mehr. Okay, das ist Kenneth vom Bravo Team der Stars. Er ist kaum noch zu erkennen. Ne, hier liegt nichts rum. Leider. Muss ich wohl so durch. Bleibst du jetzt tot? Ah, er blutet aus. Ich glaube, ich hab's geschafft. Ich wette, das war früher irgendwie auch noch ein bisschen einfacher, weil man nicht so viele Ansprüche an ein Spiel hatte. Wow, okay. Kann man den Zombie irgendwie untersuchen?
Nö, tatsächlich nicht. Es sieht aus wie ein Bild von diesem Herrenhaus. Wahnsinn. Alter Schwede. Was ist hier noch? Nichts Ungewöhnliches. Okay. So, die Türen waren alle zu. Also, keine Ahnung, gehe ich dann erstmal zurück? Dann gehe ich erstmal zurück. Ich sag euch, ich bin sonst nicht so unbeholfen im Videospiel. Oh mein Gott. Ich wette, irgendwo kann man dieses Emblem benutzen. Ah, vielleicht bei dem Schwert. Ja, ja, direkt einen Einfall gehabt. Gehen wir wieder zurück. Vorführeffekt, ja, definitiv. Ich hätte es nicht besser sagen können. So, diese Tür ist fest verschlossen, aber da ist ein Schwert eingraviert. Meine Investor-Senses are tingling. Nutze. Sie können das hier nicht benutzen. Gucken wir es uns mal kurz an. Weil das ist ein Stück Holz. Naja, hier, man sieht ja auch schon Achtung bei meiner Lebensleiste. Wieso kann ich das nicht benutzen? Kombinieren ist ja nur mit... Ah, ich habe Heilungsspray, das ist gut zu wissen. Gehen wir mal kurz raus. Okay. Ups, falsch. Ups, sorry. Scheint nicht zu funktionieren. Dann vielleicht doch woanders. Ja, ich mach mir keinen Kopf. Ich fühle mich nur so ein bisschen dumm, weil ich die Steuerung einfach nicht hinkriege. Aber das ist einfach nur ein... Ja, ein ja, ja, ja. So halt, ne? Ja, die HD-Teile sind halt cool. Ich möchte eigentlich auch dieses Spiel als HD-Remake, Remake ist es, glaube ich, auch nochmal für YouTube covern. Aber weiß noch nicht, wann ich will das mit Zero zu Ende spielen. Das Bildnis einer Frau. Gut. Geschirr und Besteck. Okay, gucken wir mal, gehen wir mal. Oh Gott, gehen wir mal wieder raus. Ob meine Friendos noch da sind. Oh, Cutscene. Where's everyone? Wesker? Jill? Eine Pistole! All my friends are dead. What happened to Jill and Wesker? Okay. Ich nutze mal die Speicherfunktion. Nicht laden. Nein, nicht laden. Ich glaube, die kann mir noch den Arsch retten. Das ist Jills Waffe. Möchten Sie dies nehmen? Beretta! Ja. Ich möchte mich damit auch ausrüsten. Okay. Ja, oh, das sieht doch gut aus. Da vorne ist eine Schreibmaschine, die gucke ich mir mal an. Wenn ich hier komme. Ah, das zum Speichern. Das Farbband. Ich wollte es eigentlich mitnehmen.
Ich habe zwar gesagt, ich benutze die andere Speicherfunktion, aber eigentlich nehme ich das hier auch gerne mit. So, gehen wir mal da lang. Ja, übernimm das mal ins Pen and Paper, das ist, glaube ich, witzig. Das Bildnis einer Frau. Das ist so schön nichtssagend. Okay, nächster Raum. Da ist irgendwas oben drauf, das sehe ich jetzt schon. Eine Frau holt Wasser. Cool. Was ist hier auf dem Bildchen? Ein schönes Ölgemälde. Guck mal, ganz viel Inspiration. Ja, Boobs. Ich meine, man kann das nicht so gut erkennen, aber anscheinend sind sie da. Nichts von Interesse. Okay. Ist auch noch ein Bild. Immerhin haben sie sich die Mühe gemacht beim Programmieren, da quasi anklickbare Dinge zu machen, auch wenn da nichts bei rumkommt. Das Bild einer schönen Frau. Kein Grund zur Sorge. amuse me. Ein Bild mit einer schroffen Landschaft. Nichts von Interesse. Alright. Was ist das hier? Oh, das kann ich schieben. Cool, das mache ich gleich. Aber erstmal hier noch gucken. Meine Güte. Bleib doch mal im Bildausschnitt, Junge. Das ist ein hübsches Landschaftsbild. Wie sind das getrennt? Das S kommt nach oben an. Okay, was ist... Ja, da. Ich sehe, dass da was liegt. Schriftrolle. Kann man wahrscheinlich zur Seite schieben, aber erst noch das Gemälde angucken. Das Bild zeigt eine rundliche Frau. Ach ja. Jetzt werden wir auch noch wertend. Vor dem Bild an der Tür sieht man Pixel. Ja, okay. Kann sein. Hat nicht so drauf geachtet. Einmal drehen, Chris, und dann schiebt den Kram. Jetzt geh hoch. Wow. Vielleicht muss ich das dahinter stellen. Okay, kannst du wieder runtergehen? Ja, gut. Find Rätsel echt cool, aber wow. Ich wollte ja Retro-Spiele spielen. Jetzt hör mal auf zu schieben, ich will daneben gehen. Ja, es kommt hin. Ah, oh, dammit, jetzt habe ich es zu weit geschoben, oder? Kann ich jetzt nicht mehr dahinter gehen? Wow. Was mache ich denn jetzt? Ich habe es zu weit nach hinten geschoben. Ich will aber diese Schriftrolle. Houston, wir haben ein Problem. Naja, dann gehe ich jetzt mal da rein. Toter. Okay, der ist nicht so tot. Jetzt ist er tot. Verschiedene Bilder. Beschreibung. Das ist nichts weiter. Oh. Ich hab noch mehr Tinte gefunden. Oh, ich bin in Gefahr. Ich sollte mich vielleicht heilen. Machen wir mal.
Jetzt bin ich wieder okay. Ist hier sonst noch was? Nee. Danke, zurückspulen. Das konnte ich ja. Gut, dann gehe ich gleich nochmal in den Raum. Ich habe ja schon ganz vergessen, dass ich das ja machen kann. Okay. Wo habe ich denn geschoben? Hier. Danke für den Tipp. Ein bisschen Komfort darf es dann doch sein. Diesmal nicht zu weit. Ja, das könnte jetzt funktionieren. Das ist eine Karte der ersten Etage. Möchten Sie sie mitnehmen? Ja. Sie besitzen jetzt die Karte der ersten Etage. Good to know. Okay, jetzt gehen wir mal rein. Bestimmt zuvorkommen können. Wow! Ich kann ihm nicht zuvorkommen, okay. Ich nehme die Dinger trotzdem mit, auch wenn ich über das andere System speichern kann. Gut. Dann können wir jetzt weiter im Text. Ich würde mir gerne die Karte mal angucken. Ne, Moment, erst heilen. Okay, wir sind in diesem kleinen Raum. Da ist der Hauptraum in der Mitte mit den Treppen. Die anderen Türen waren alle zu. Also wenn wir jetzt da durchgehen, kommen wir erstmal wieder in den langen Flur. Gut. Dann speichere ich hier doch erstmal. Und los. Sie ist fest verschlossen, natürlich. Ein Schwert ist eingraviert. Vielleicht kann ich hier ja jetzt das Emblem benutzen. Nein. Dann Treppe hoch. Cheers. Oh Mann, da ist noch eine Tür. Okay, die ist zu. Eine Rüstung ist eingraviert. Oh. Das Emblem sieht ja ein bisschen aus wie ein Schild. Wie in so einem Point-and-Click, wo man einfach jedes Item mit einem anderen kombinieren will. Aber es funktioniert nie. So, muss ich. Ah, okay. Ich kann die Treppen nicht frei hochgehen. Ich muss dafür die Aktionstaste drücken. Das ist irgendwie witzig. Okay, was haben wir hier? Das sieht finster aus. Ich höre was. Bist du direkt tot? Wahrscheinlich nicht.
Natürlich nicht. Etwas einfacher mit der Waffe. Alter Schwede, die sind ja unkaputtbar. Ein Magazin ist gleich schon leer. Okay, jetzt aber. Ja, noch zwei Schuss, super. Ah, okay, das ist der zweite Stock. Möchtest du da nicht reingehen oder was ist hier los? Ah, sie ist fest verschlossen. Eine Rüstung ist eingraviert. Mal wieder. Oh, hi. Und Waffe leer. Okay. Come at me, bro. Oh, zu weit. Zu weit. Nein! Nein! Bist du tot? Nee, die sind immer zweimal bisher wieder aufgestanden. Seine Wartepose ist so gut. Man kann sich halt auch irgendwie echt schlecht losreißen. Jetzt bist du aber gestorben, ne? Oh, komm. War ja klar, dass ich das nicht überlebe. Spul direkt mal ein bisschen mehr zurück. Oh, ich bin doch schon. Ha, Mann. Ich laufe jetzt einfach mal weiter. Sie ist von innen verriegelt. Wieso sind alle Türen in diesem Haus zu? Ah, ich habe eine offene gefunden. Okay, erstmal etwas safe, hoffe ich. Was haben wir hier? Nichts Ungewöhnliches? Immer noch nichts Ungewöhnliches? Weiterhin nichts Ungewöhnliches. Gut. Das Buch auf dem Tisch. Ein Botanikbuch über medizinische Kräuter. Zeig mal, was da drin steht. Wie Ihnen vielleicht bekannt ist, gibt es viele Pflanzen, die eine heilende Wirkung haben. Seit uralten Zeiten behandeln die Menschen schon Wunden und Krankheiten mit Hilfe von verschiedenen Pflanzen. In diesem Buch werden wir Ihnen als Beispiel drei Kräuter vorstellen, die in der Gegend rings um das Raccoon-Gebirge wachsen. Und Ihnen deren Besonderheiten als Beispiele für jene Pflanzen darlegen, die medizinische Eigenschaften besitzen. Oh, wie schön. Jedes der Kräuter hat eine unterschiedliche Farbe und eine andere Wirkung als Heilpflanze. Die grünen Kräuter bringen körperliche Kraft zurück, die blauen Kräuter neutralisieren natürliche Gifte, während die roten Kräuter selbst keinen direkten Eigeneffekt besitzen. Für was gibt's die denn dann? Ah, mein Gott. Die roten Kräuter wirken sich erst aus, wenn sie mit anderen Kräutern vermischt werden. Wenn Sie zum Beispiel diese roten Kräuter mit den Kräutern mischen, die Ihre körperliche Kraft erneuern, verdreifacht sich der Erholungseffekt.
Das ist gut, das ist sehr gut. Durch Veränderung der Mengen und Versuche mit diesen drei Kräutern können Sie allerlei verschiedene Arten von Arzneien zubereiten. Die Feinheiten dabei überlasse ich Ihren Fingerspitzengefühl, denn das ist der beste Weg, sich echtes Wissen anzueignen. Schön. Haben wir gespeichert. Top. Okay, hier ist noch eine Tür. Es ist gut aufgeräumt hier. Schön. Aufgeräumte Bücher. Das hat man doch gerne. Was haben wir hier? Nichts Ungewöhnliches. Und noch mehr aufgeräumte Bücher. Gut. Dann geht's weiter. Ja, die Kräuterkunde ist definitiv prüfungsrelevant, wenn am Ende dann meine Stars-Prüfung kommt. Dann geht's ab. Sie haben sie geöffnet. Mit was? Jedenfalls kann ich durchgehen, ist gut. No. No. Zwei. Der kotzt mich an. Literally. Was ist falsch mit euch? Ich auch einfach. Stirb, stirb. Was das? Da hinten bewegt sich noch was. Da kommt gleich noch einer. Bleib doch einfach liegen. Interessant, von diesem Acid sterbe ich anscheinend nicht so schnell. Ich habe nichts gesagt. Ich spule nochmal diesen Kampf zurück, das war mir irgendwie ein bisschen... Okay. Ah, interessant, man kann auch nach oben stechen. Aber dann treffe ich den nicht. Das wird so nix. Ich gehe nochmal zur Tür zurück. Okay. Nein, keine Kotzangriffe. Bitte nicht. Okay. Der Säureschaden ist auf jeden Fall intens. Gerade eben hast du mich angekotzt und jetzt beißt du mich. Was ist denn los mit dir? Oh, fuck, fuck, fuck. Oh, Mann. Warum ist das Kampfsystem so schwer? Ich habe nicht mal Zeit wegzulaufen. Das ist echt... Oh, jetzt kommt er von der anderen Seite auch direkt. Ich versuche einfach mal wegzulaufen. Ist diese Tür offen? Ist diese Tür offen? Wieso ist diese Tür nicht... Oh, ich habe sie geöffnet. Okay. Ja, von mir aus Tentakelangriffe. Das ist okay. Ich glaube, in Resident Evil gibt es aber keine Tentakel. Darüber hinaus mal. Ah, ich weiß, wo ich bin. Wie ist mein Status? Gefahr. Das ist schlecht. Ich leg mal einen zweiten Safe an. Ups. Und dann mal gucken, was passiert. Hä?
Kann ich mich anschlagen? Nee. Ich wollte mich doch nur anschleichen. Das Close-up musste jetzt auch echt nicht sein. All die Ecken. Ich habe keine Ahnung, ob sie den Tag gibt. Das war jetzt einfach nur eine Vermutung. Oh Mann. Oh. Okay. Die hören mich ja immer. Hätte ich eine Pistole, könnte ich ihm einfach in den Kopf schießen. So. Klappt das nicht. Ja, gibt es? Na, dann ist ja gut. Was wären wir nur ohne Tentakeln? Ah! Don't! Okay. Ich gehe jetzt nochmal hier rein. Finde ich irgendwo Heilkram, weil ich habe ja schon Heilungsspray benutzt. Ich habe auch nichts mehr, genau. Hier ist, glaube ich, auch noch irgendeiner rumgeeiert. Ist das auch eine Tür? Nee. Okay. Ja, das, genau. Andere Approach. Ich gehe mal hier raus und den Flur im Hauptgebäude weiter entlang. Das hier ließ sich ja nicht öffnen, glaube ich. Nee. Rüstung ist eingraviert. Oh nee, komm schon. Okay, versuchen wir durchzuziehen und zur Tür zu kommen. Nein! Das ist nicht die richtige Tür. Wie soll ich hier mit einem Messer überleben? Wie hat sich das denn ausgedacht? Lauf doch einfach gegen die Wand und zerdötsch dir deinen Kopf. Nein! Das lief so gut. Okay, jetzt aber schnell weg. Du kannst sie nicht alle töten. Wir haben es wieder in den Flur geschafft. Nächste Tür. Sieht doch einfach alles gleich aus. Oh, da blinkert was. Ein Schlüssel. Dramatische Musik. Möchten Sie dies nehmen? Kleiner Schlüß. Kleiner Schlüß. Ja, ich möchte den kleinen Schlüß. Speichern. Just to be safe. Oh, hier ist Blut. Ich hoffe, dieses Blut stammt nicht von meinen Kameraden. Pock, pock, pock. Schauen wir doch mal. Noch höre ich kein... Nö.
no. Es ist Forrest. Er wurde von Krähen zu Tode gehackt. Böse Krähen. Sind die gefährlich? Oh shit. Die haben mich einmal gepiekt. Oh mein Gott. Okay. Ach komm schon. Oh, ich habe einfach kein Leben mehr dafür. Ich werde mich auch immer an Forrest erinnern. Ich weiß zwar nicht, wer Forrest ist, aber hey. Ach. Okay. Ich guck mal, ob da irgendwas liegt, bevor ich mir den angucke. Aber ich glaube, es ist. Doch, da liegt was. Sieht nach einem Magazin aus. Ja. Bitte. Ich brauche meine Schusswaffe. Ich bin aufgeschmissen. Kombiniere. Equip. Okay. Ich speichere an dieser Stelle. Okay. Forrest! Die Effekte sind schon irgendwie witzig. Also, oben die Wunde am Oberarm, die ist so richtig ausgeprägt, aber die an der Hose, das ist einfach nur so ein... so oberflächlich. Nicht mal damit kann ich umgehen. Okay, ich lauf einfach weg. Das hat doch keinen Sinn. Mehr ist hier ja auch nicht. Oh, schlimmer als die Zombies. Okay, eine Leiche haben wir gefunden. Und wir haben einen kleinen Schlüssel gefunden. Schauen wir mal, was wir machen können. Ich hätte ja gern einfach irgendwie ein Heal-Item. Ein Bild. Oh, das kann ich mir nicht angucken. Schade. Eine Doppeltür. Und nichts. Und lustig, dass bei der Leiche von Forrest ein Magazin lag, aber keine Waffe. Ein bisschen merkwürdig. Zombie! Fall halt um. Geht doch. Eine Statue. Die ich nicht angucken kann. Lame. Oh. Schnell. Langsam habe ich einen Dreh raus mit der Steuerung, aber nur ganz langsam. Vier Schuss, um einmal einen Zombie umzuschmeißen. Das ist echt... Ich bin jetzt notorisch am Speichern. I'm sorry. So. Ich höre da schon... Och, du Scheiße. Hör auf mich anzukotzen. Wir sind gemeinsam gestorben. Okay. Voll cool.
ist leer! Schnell, nimm das Messer, Chris! Oh Gott! Er hat mich zu Tode gekotzt. Komme ich da vorne vorbei? Nee, das Geländer. Komme ich gar nicht an denen vorbei. Ich gehe nochmal zur Tür. Leute, was soll ich tun? Kommt hier einer ums Eck, oder? Ich würde ja versuchen, den auszuweichen, aber das funktioniert auch nicht so gut. Okay, der ist langsam. Versuchen wir es direkt mal mit dem Messer. Das war es leider nicht. Oh, wir sind zu weit gespult. Wieder raus. Ich frage mich, wo ich den kleinen Schlüssel einsetzen kann. Ich gucke mir den, glaube ich, mal ein bisschen näher an. Prüfe. Ein Schreibtischschlüssel. Was für ein Schreibtisch? Jetzt muss ich wieder das Messer nehmen. Ich komme nicht mal zum Angreifen, das ist der Wahnsinn. Okay, er ist down. Schnell vorbei. Gib Gummi! Mal, ob unten irgendwo ein Schreibtisch war. Ich kann mich gerade tatsächlich nicht erinnern. Ja, Aktionstaste. Geh doch einfach so geräuschvoll die Treppe runter. Gut. Wow, noch mehr Möglichkeiten. Aber eigentlich ist das nur ein hinterer Gang. Okay, ich gehe mal hier nochmal zurück und gucken, ob da irgendwo ein Schreibtisch war, den ich aufschließen kann. Oder ob ich das Buch gefunden habe, aber... passt irgendwie auch nicht. Zumindest hat er nicht gesagt, dass da irgendwas war. Das ich wohl mitgenommen habe. Kann ich es auch wieder einsetzen?
Nichts passiert. Vielleicht geht ja irgendwo eine Tür auf. Mal gucken. Und weil ich es rausgenommen habe, ist die Tür jetzt zu. Hey, keine Ahnung. Ich guck mal. Also die ist verschlossen. Die ist auch verriegelt. Und die auch. Mein erster Guess war eigentlich, dass ich das Emblem mitnehme und dann irgendwo anders einsetzen kann. Ich habe aber noch nichts gefunden. Oder ich war blind bisher. Der hat aber jetzt auch wirklich keine Waffe oder so. Nee. Bisschen zu weit. Ich nehme es einfach wieder mit. Yep. Die können wir nicht zufällig aufschließen, oder? Ist tatsächlich ein Schreibtischschlüssel. Muss man wohl wörtlich nehmen. Muss man den passenden Schreibtisch dafür finden. Mir die eigentlich angeguckt, ich erinnere mich nicht. Ach ja, eine Frau holt Wasser, genau. Die Tür war zu. Okay. Ich habe gerade gesagt, das ist ein Schreibtischschlüssel, ich probiere es trotzdem. Nee, es funktioniert natürlich nicht. Bin ein bisschen lost. Ich muss wahrscheinlich an diesen Zombies vorbei oben. Wieso steht das noch genauso da, wie es vorher war? Das ist irgendwie... Haben die es einfach resettet? Der Zombie ist weg. Dann muss ich wohl da oben lang. Wird wohl ein paar Tries brauchen. Kann mir keiner erzählen, dass man da, wenn man das erste Mal spielt, ohne Probleme durchkommt. Never. Komm, geh schon. Ihr seid ja immer noch nicht tot. Ah, die Idee war echt gut. Nein, 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 nein. Verdammt.
Ach, komm schon. Nee, nicht so weit. Ein ewiges Zurückgespule, nur weil ich mit der Steuerung nicht zurechtkomme. Okay, das war zu knapp. Manchmal... Ich renn einfach. Ah, da ist ja noch einer, genau. Ach, komm schon. Okay. Andere Seite. Ich hab verstanden. Wow. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das nochmal im Stream spiele. Also, es ist wirklich nicht sehr angenehm zu spielen. Aus verschiedenen Gründen, natürlich. Hier einer her. Kommst du ums Eck oder bleibst du stehen, Junge? Naja, der hat mich ja angekotzt, genau. Ist er tot? Oh Gott. Kommt direkt der nächste. Vielleicht hilft es ja nochmal den Raum zu verlassen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die resettet werden, sobald man den Raum verlässt. Und dann nicht mehr tot sind. Also, tot sowieso nicht, aber nicht mehr angegriffen. Weil die sind dann auch wieder in ihren üblichen Positionen. Ja, nee. Just trying to kill some zombies here. Ach, komm schon. Ich glaube, er ist tot. Aber so richtig sicher sein kann man sich ja nie. Oh Gott, ich sehe nichts. Hab ich ihn? Okay, der steht nicht mehr auf. Gut. Wieder zwei. Hier mal. Ah. Wieso speichern nicht oben? Das irritiert mich. Nächste Runde. Gotta catch them all.
Oh Gott, der hat schon zu viel gekotzt. Vielleicht bleibe ich einfach hier stehen. Oh Gott. Ah nee, das war zu wenig gespult. Ah, Moment, ich habe ja noch ein paar Schuss. Vielleicht hilft es bei dem besser. Es sieht einfach so witzig aus, wie dann so ein Arm wegfliegt. Ich gehe noch mal raus. Zumindest resetten sich die Positionen, so dass sie wieder an ihren alten Orten stehen. Das macht es ein bisschen leichter. Okay. Bin hier halt einfach an der Schwelle zum Tod. Ich habe noch einen Schuss. Den werde ich nutzen. Denke ich. Getroffen! Wäre richtig cool, hier demnächst mal ein Magazin zu finden. Nein, nicht kotzen! Oh mein Gott. Doch einfach. Ich bin doch weggelaufen. Old Game Rage. Okay. Come at me, Bro. Ich habe ein Messer und es trägt deinen Namen. Auch wenn ich nicht weiß, wie du heißt. Der Kotze? Nee, das ist nicht der Kotze. Verdammt! Okay, dann gehe ich lieber doch nochmal raus. Ich drehe mich immer lustig im Kreis. Okay. Leben am Limit, Leute. Leben am Limit. Damit habe ich nicht gerechnet. Immer wenn ich zusteche, kotzt er mich an. Unglaublich. Zwei auf einmal. Warum fällt er nicht einfach um? Jammer, Motz, Heul. Dieses Innenräume raus und wieder reingehen, das habe ich schon mal bei einem anderen Spiel gemacht. Das hat auch super funktioniert, muss ich sagen.
Auch wenn es natürlich jetzt nicht optimal ist. Okay. Die AI dachte sich, wir laufen jetzt im Kreis. Ja, komm schon. Ja, jetzt hast du mich gefunden, ne? Ach, das war knapp. Ach, der kotzt gleichzeitig, wenn ich schlage. Das ist schlecht. Alter Schwede. Wie? Okay. Ich hab's kapiert. Richtig spannend hier immer an der gleichen Stelle. Jetzt finden sie mich wieder nicht mehr. Hallo. Fuck, das war der andere. Nee, das klappt so nicht. Alle zu dritt erstmal auf die Knie gegangen. Okay, nochmal. Oh Gott. Nein. Geh weg, Chris, geh weg. Schnell, geh raus. Oh Gott. Es ist nicht mal gruselig, ne? Es ist einfach nur anstrengend. Also es macht irgendwie Spaß, aber es ist auch anstrengend. Weil ich bin immer darauf erpicht zu wissen, was hinter der nächsten Ecke lauert. Okay, du bist der Letzte, ja? Komm her. Nicht ankotzen, komm schon. Immer wenn ich schlage, kotzt der. Das finde ich irgendwie nicht lustig. Ich krieg's noch hin. Ach, komm schon. Das lief so gut. Ich glaube, ich will zu viel. Sind wir noch nicht tot? Ja! Stage clear! Erstmal speichern. Nicht laden, speichern bitte. So, einmal durchatmen. Cheers. Ist übrigens nur Cola. Okay. Können wir aus dem Fenster gucken? Ab und zu kann man ein Tier heulen hören. Also die wir auf dem Feld gesehen haben, wahrscheinlich. Jetzt nichts.
es aber auch einfach gleich so viele hier auf der Etage sein müssen. Da geht's runter und da sind noch zwei mehr Türen. Türen, ganz viele Türen. Sie ist fest verschlossen. Ein Helm ist eingraviert. Jetzt haben wir bald die ganze Rüstung zusammen, oder? Ein numerisches Codeschloss. Sie kennen die Zahlen des Passcodes nicht. Tja. Dann gehen wir wohl die Treppe runter. Ach ja. Da ist schon der nächste Besuch. Natürlich. Oh. Wieso kotzen die immer? Ah, toll, noch einer. Schnell in den Raum flüchten. Hallo, ich suche Heilgegenstände. Haben Sie zufällig... Wow. Whoa. What is it? What? Oh. Oh! Oh no! Sorry, I didn't mean to do that. You must be from the Bravo team. Yes, I'm Rebecca. Rebecca Chambers. Oh, Rebecca. I'm a newcomer. I just joined the Stars Bravo team last month. Well, I'm really sorry. Are you all right? Yes. I'm Chris Redfield from the Alpha team. Are you the only person here from the Bravo team? Well, because the helicopter made a forced landing, I just ran into this house anyway, but I see. There's nothing else you could have done anyway. It's good you're here. Yes, sir. But it's strange. I serviced the helicopter recently, but something went wrong with the engine. It was such a short flight. That's it? Okay. Rebecca kenne ich aus Zero. Da spielt man sie, aber ihre Stimme ist irgendwie nicht annähernd so anstrengend und aufgesetzt. Ich weiß auch nicht, warum die das gemacht haben. Aber naja. Ja, es ist eine total romantische Musik, ne? Ich bin auch so... Warum ist das nicht... weiß ich nicht. Das ist keine Liebesszene. Oh, eine Kiste. Mein Gott. Stuff. Nothing, 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 nothing. Da haben sie sich gedacht, machen wir mal ein paar Slots in die Kiste. Aber wir haben nur zwei Sachen drin. Okay, erstmal nachladen. Dann kann ich das andere Magazin nämlich auch benutzen. Beziehungsweise rausnehmen. Ach, komm schon. So. Bin immer noch in Gefahr. Passt so viel rein? Ne, gehen nur 15 Schuss, okay. So, hast du noch irgendwas zu sagen? I wonder if everybody is. Is what? I wonder if everybody is. Da fehlt ein Adjektiv. Aber gut. Nehmen wir mal so hin. Das sieht anklickbar aus. Vitamine und Serin. Serin? 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 Wie auch immer. Kann man nicht mitnehmen? Ach so, ja, meine Kapazität ist ja auch erschöpft. Hier ist ein Schlüssel. Und ein Typewriter. Okay. Sie können nicht noch mehr Teile tragen. Okay, ich werde, glaube ich, einfach diese Ink Ribbons rausschmeißen, weil ich speichere ja eh über ein anderes System. Geht das überhaupt? Naja, ich will die nicht überprüfen.
benutzen? Sie können das hier nicht benutzen. Ja, ich weiß, ich kann das nur benutzen, wenn ich speichern möchte. Aber dann equippen erstmal die Waffe. Kann ich Sachen nicht wegwerfen? Was ist das denn? Ja, dann müssen wir nochmal wiederkommen, wa? Hier ist der Typewriter. Können wir mal Klasse speichern. Dann können Sie Ihre Fortschritte speichern. Möchten Sie das Farbband benutzen? Ja! Speicherkarte 1. So ein Sound ist bei Tastaturen jetzt wieder angesagt, ne? Okay. I wonder if everybody is... Ja, du hast nichts anderes zu sagen. Ich habe schon verstanden. Okay, da draußen warten Zombies auf mich. Waffe habe ich schon ausgerüstet. Speichern. Und los. Well, what should I do now? Hilf mir! If you go out to search for the other members, how about letting me come with you? Ja! Werden Sie Rebecca mit sich nehmen? Nein, ja, nein, ja. All right, let's do it. Yes, sir. I'll do my best. I have to prepare something. Would you like to go ahead? Go ahead and kill the zombie. Ich glaube, ich habe an den gerade eine Kugel verschwendet, weil der war schon tot. Was ist der zweite? Hallo? Tot? Nee. Ja, verdammt. Da muss ich ihn zweimal gedrückt. Egal. Das spule ich jetzt nicht zurück. Damit muss ich jetzt leben. Da ist noch einer. Nein! Falsch! Ah, damn! Okay. Warum ist hinter jeder Tür so ein Typ? Geh nochmal den Ladebildschirm zurück. Ah! Immerhin lädt er automatisch nach. Das ist sehr schön. Oh Gott. Oh Gott. Warum sind hier so viele? Sie haben sie geöffnet. Ja, dann geh mal rein. Das ist die Tür von am Anfang. Ich guck mal kurz auf die Karte. Genau, jetzt sind wir in dem Gang, wo ich vorher nicht durch die Tür gekommen bin. Und jetzt geht das. Gut. Alles, was grün ist, habe ich schon besucht. Ich glaube, ich gehe nochmal zurück. Ich habe 9 Schuss. Ich könnte natürlich jetzt auch den Schlüssel noch holen. Aber ich glaube nicht, dass ich hier jetzt weiterkomme. Nee.
Nee. Okay, gehen wir wieder rein. Was ist mit der Tür? Fest verschlossen. Ein Schwert ist eingraviert. Mal wieder. Oh, ich wollte nicht in den Fuß schießen. Bist du tot? Nee, natürlich nicht. Ah, ich schieße immer einen zu viel noch. Ja, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Wieso sterben die nicht? Nur noch ein Schuss, dann nehme ich mal direkt wieder das Messer. Jetzt aber. Ich muss sagen, zurückspulen ist gar nicht so schlecht. Das ist wirklich komfortabel. Und man kann trotzdem Freude am Spiel haben. Was haben wir hier? Da steht, manche Tiger haben ein rotes und ein blaues Auge. Soll das ein Rätsel sein? Ist hier noch irgendwas? Nein. Irgendwas machen. Vielleicht irgendwas einsetzen, was ich noch nicht habe. Ah, jetzt habe ich schon wieder angeklickt. Mal gucken. Ich habe nur das Emblem. Das funktioniert hier nicht. Okay. Ne, der funktioniert hier auch nicht. Habe ich eigentlich auch nicht erwartet. Okay. Wo genau sind wir da jetzt eigentlich? Okay, ja gut. Dann geht's hinten auch nochmal um die Ecke durch eine Tür. Alles klar. Hier läuft noch ein Freund rum. Das war ich ein bisschen überschwänglich. Gelaufen. Was ist denn da los? Langsam habe ich den Dreh raus. Aber nur ganz langsam. Okay, lass mal angucken. Das sieht aus wie die Kaiserin Elisabeth. Okay, hier ist noch eine Tür. Erstmal speichern. Dann mal schauen, wo wir hinkommen. Das sieht interessant aus.
Ein Generator? Ah, eine alte Pumpe. Von hier wird wohl Wasser abgeleitet. Der Deckel ist offen. Ich hab's nochmal angeklickt aus Versehen. Okay. So, ein kleiner Garten. Oh, guck mal, Tentakel. Au. Yes, ich will durchrennen. Okay, die machen mir anscheinend keinen echten Schaden, sondern nur, dass ich da nicht hingehen kann. Anscheinend verursacht das keinen Schaden. Schade. Komm schon, lass mich doch mal durch. Hier sind die Pflanzen, ich will da hin. Ich versuche das Spiel auszutricksen, aber es funktioniert nicht. Ja, es ist die Tentakel, nur das stimmt. Aber ich will zu den Pflanzen. Oh, schon. Au! Vielleicht muss ich diese Pumpe irgendwie ausschalten. Oh, man kann das nicht skippen. Der Deckel ist offen. Ja, jetzt kann ich da irgendwas reinschmeißen vielleicht. Das Emblem. Schade, geht nicht. Vielleicht kann ich ja das angreifen. Manchmal funktionieren Dinge mit Brute Force. Nee, okay. Dann komme ich hier erstmal nicht weiter. Dann gehe ich nochmal zurück. Ich hole mal noch den anderen Schlüssel. Vielleicht kriege ich da noch eine Tür auf, die zu war. Ich glaube, hier war noch einer, der rumgelaufen ist. Ah, hier ist noch eine Tür. Hab ich die schon probiert? Oh, okay, okay. Friend incoming. Du bist noch nicht ganz tot. Oh, den habe ich wieder erwischen lassen, ey. Okay. Nee, also irgendwie. Ich kann auch nicht an dem vorbeirennen. Gut, die ist verschlossen, alles klar. Okay, try again. Immer ein bisschen übermütig. Zumindest kotzt er mich nicht an. Ach, er ist tot. Okay, dann habe ich hier alle. Wie das Spiel immer für mich aufräumt, das finde ich sehr schön. So, ist hier noch irgendwas? Unter der Treppe? Nee. Gehen wir nochmal hier rein. Oh. Ich bin auch wieder im Kreis. Oh, Rebecca ist weg. Interessant. Aber ich kann jetzt den Schlüssel mitnehmen, weil ich habe ein Plätzchen in meinem Inventar. Aber kann ich die Vitamine vielleicht auch mitnehmen? Why won't you take it?
Dann halt nicht. Muss ich halt weiter damit leben, dass ich sowas von in Gefahr bin. Möchten Sie dies nehmen? Herrenhausschlüssel. Ja. Fantastisch. Gut. Okay. Ich glaube, ich werde hier erstmal einen Break machen. Ich habe meine Hausschuhe gut. ist auf jeden Fall witzig gewesen. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das weiterspielen möchte, zumindest im Stream, weil das ist wirklich herausfordernd und ja, man sieht ja, dass er ein bisschen merkwürdig läuft. Aber ja, war schön, dass ihr dabei wart und ich hoffe, es hat euch gefallen. Resident Evil, ich hoffe, dieses Format hat euch gefallen. Und am Sonntag streame ich Skyrim. Wieder um 20 Uhr. Ich versuche das jeden Sonntag zu machen. Steht auch in meinem Zeitplan. Aber manchmal passiert es, dass ich nicht streame. Aber in der Regel kündige ich das auch an. Könnt auch auf meinem YouTube vorbeigucken. Und ja, da findet ihr auch noch Let's Plays und so. Da habe ich auch noch was vor demnächst, andere Formate anzufangen. Alles mit der Zeit, immer mit der Ruhe und alles zu seiner Zeit. Und ja, aber vielleicht mache ich im nächsten Retro-Stream dann noch ein anderes Retro-Game. Da muss ich mal gucken, wie Lust und Laune da ist. Aber das hier war schon mal echt ein Erlebnis. Also ich... Wow, ich bin sehr, sehr dankbar über die Rewind-Funktion, dass man zurückspulen kann. Das ist top. Okay, ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn ihr das nochmal gucken wollt, das wird morgen auf meinem YouTube sein, in einer eigenen Playlist wahrscheinlich. Okay, bis dahin, macht's gut. Tschüss. Ich gucke die ganze Zeit in die falsche Richtung, aber hallo, tschüss.